Auch die Baureihe 151 ist hier in Nürnberg beheimatet. Sie ist die letzte alte, bevor die modernen Drehstromrenner kamen. Gleichzeitig ist sie neben der Baureihe 155 auch die letzte sechsachsige in der Güterzuglokflotte der DB. In den nächsten Jahren werden auch diese Baureihen aufs Abstellgleis rollen. 151058 wird hier in ihrem Heimat-BW eine planmäßige Revision erhalten. Nur Stunden werden die Arbeiten dauern. Denn noch werden die alten Sechsachser gebraucht. Die Baureihe 152 war 1997 die erste neue, die hier stationiert wurde. Heute gibt es davon 170 Stück. Eigentlich sollten es 195 werden. Doch die Weigerung der ÖBB, die 152er in der Alpenrepublik zuzulassen, führte zur kurzfristigen Anschaffung von 25 Tauri der DB Baureihe 182. So gibt es nun auch einen DB Taurus, beheimatet in Nürnberg. Der Alleskönner unter den Neuen ist die Baureihe 189. Gleich vier Stromsysteme kann sie bewältigen. 100 Stück hat die DB bisher davon angeschafft. 2002 kam die erste. Die Baureihe 189 ist ein Produkt aus dem Hause Siemens-Krauss-Maffei. Die letzte aus der Euro-Sprinter-Familie. Mit zwei Wechsel- und zwei Gleichstromsystemen können 189er theoretisch in 15 europäischen Ländern fahren. Die Baureihen 189, 152, 151 und der deutsche Taurus sind im Werk Nürnberg Rangierbahnhof beheimatet. Die moderne Traktion hat hier längst die Oberhand gewonnen. Fast auf jedem Stand steht eine neue. Die neuen Drehstrommaschinen für den Güterzugdienst arbeiten bis auf die Baureihen 145 und 185 alle in der gleichen Leistungsklasse. 6400 Kilowatt Dauerleistung bringen sie an den Zughaken und liegen so deutlich über der Leistung ihrer älteren Schwestern. Bald werden sie die guten alten Einheits-E-Loks von der Bildfläche verdrängt haben. Bleiben wird aber der alte Rundlokschuppen mit Drehscheibe. Dieses Ambiente in Nürnberg wird weiterhin an die alte Eisenbahn erinnern.